Titel Nummer 6. Oh, scheint sich wirklich irgendwie die Jugendliche so im wochenendlichen Saufgelage mal getroffen zu haben. Ne? Ein paar Kippen gab's auch. Feine Sache. Wer kennt das nicht so aus seiner Jugend, ne? Irgendeinen verlassenen Platz, und dann kann man sich doch nicht wie Grindkesseln und ein bisschen rochen, damit die Eltern dann nicht sehen. Vorsichtig sein. Anscheinend wurde hier auch irgendwann nochmal gebaut. Die wollten das Ding wahrscheinlich mal sanieren. Oh, schien so ziemlich schnell wieder abgebrochen zu haben. Oh, der ist zementlich hier noch rum. Meine Fresse, Junge. Kohle unendlich hier rum. Nimm die Scheiß mit. Wir suchen Amara jetzt in der Küche. Im unteren Teil des Gebäudes, hinter dem Gewächshaus. Ah ja, alles klar. Die Natur half mir dabei, alles zu vergessen, aus dem System rauszukommen. Da muss ja die Küche nicht hier gewesen sein, sondern irgendwo da hinten. Da hinten war auch das Gewächshaus, das hat man schon gesehen. Ja, gut, hier komme ich nicht lang. Der Duft und die Geräusche im Frühling. Da war das Land des Lichts weit weg. Und wir haben auf der Steinbank gesessen, geredet und so die Tage verbracht. Ja, wahrscheinlich auf dieser schönen Steinbank hier. Das ist ja auch was Tolles, oder? Nein, das war nicht unsere Bank. Ja, ist ja okay. War wahrscheinlich das hier ihre Bank. Das war unsere Bank. Juhu. In die Küche sind wir oft gegangen. Sie ging auch allein. Das hat sie immer dann gemacht, wenn alles gut lief. Aha, dann muss doch jetzt hier die Küche sein. Hier vorne kann ich wahrscheinlich sogar rein. Nee, hier komme ich nicht rein. Hier ist alles vergittert, kommen wir auch nicht wirklich weiter. Na gut, vielleicht von der anderen Seite. Schauen wir mal. Ah, hier ist jetzt das dämliche Gewächshaus. Ah, jetzt kann man sich auf die Bank setzen. Oh, ja, schön. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt nochmal auf die andere Steinbank klicke? Setzt sie sich denn da drauf? Ja, jetzt setzt sie sich drauf. Oh, ein Flashback kriegst du deswegen auch nicht. Na gut, okay, also bringt das alles nix. Dann gehen wir mal weiter. Ratz, Bratz, Bratz, immer in den Pfützen. Aber normalerweise, die Küche müsste doch hier irgendwo jetzt sein. Ich habe hier mehrere Gewächshäuser, ich habe den nicht gesehen. Ihr habt in dem waren wir vorhin drin. Und das hier ist ein anderes jetzt. Na gut, laufen wir mal da hinten lang und dann müsste man ja irgendwann mal die Küche finden. Kann ja nicht so schlimm sein. Ach, wahrscheinlich ist er hier. Das sieht derb nach Küche aus. Ui. Los, überall suchen. Sie muss irgendwo hier sein, ganz bestimmt. Na gut, machen wir. Da ist sie nicht drin. Auf dem Herd ist sie auch nicht. Warum hat der Herd eine Spüle? Unterm Tisch? Nee, da ist sie nicht. Vielleicht in der Waschmaschine? Nein, auch nicht. Hier vielleicht drin? Hallo, Tamara. Nö, auch nicht. Da ist auch nicht, hier auch nicht. Vielleicht ist sie im Braukessel drin. Naja, machen wir mal eine Braukessel auf. Wer weiß, wo sie sich versteckt. Hallo, Tamara, bist du irgendwo? Suchen wir weiter. Wir dürfen nicht aufgeben. Ja, ich bin noch voll dabei. Oh, da ist nicht die Tamara. Tja, hier ist er auch nicht. Ich mach mal Licht an. Aber wo ist sie bloß? Wir müssen mit ihr reden. Es lief alles so gut. Jetzt hier zu sein, ist ein ungutes Gefühl. Los, schnell, wir suchen sie. Vielleicht ist sie hinterm Fleischwolf. Nee, auch nicht. Ist auch eine verdammte Scheiße. Na gut, gucken wir mal hier hinten weiter. Hier können wir nicht länger bleiben. Sie werden uns erwischen. Wenn wir erwischt wurden, dann... Schnell, wir müssen sie schnell finden. Genau. Wir suchen weiter. Wir müssen weg, oder sie finden uns. Ja, was denn du? Noch nicht.
Hier ist Amara nicht. Vielleicht im Waschraum. Ja, da könnte sie sein. Oft war das Wasser kalt. Dann waren wir ganz schnell wieder weg. Aber wenn es schön warm war, dann kam sie zu René in diesem grausamen, grellenweißen Licht. Ihr Körper an meinen. Ich fühle es immer noch jetzt, das Schaudern. Alles muss genauso sein wie damals. So wunderschön. Dann kommt sie zu uns zurück. Aha, na gut. Dann schauen wir mal. Ich mach mal hier mal Licht ein. So ist ja ein bisschen dunkel hier überall. Alles muss so sein wie damals. Das heißt, wir müssen warmes Wasser da reinbringen. Was schon mit der Abteilung? Das Wasser ist aufgedreht. Jetzt müssen wir das Warmwasser anstellen. So. Steht denn hier heiß? Toll. Küche. Achso, alles klar. Aber den Rest kann ich nicht lesen oder was? Ach, super. Was ist denn das hier? Wäscherei? Waschräume. Gut, Waschräume ist auf. Muss ich irgendwie den Bräuler hier noch einschalten, damit das Warmwasser losgeht? Mal gucken hier. Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Hier steht ja wenigstens noch was zu rennen. Das kann ich nicht lesen und das können sie mir anscheinend auch nicht vorlesen. Das Wasser ist aufgedreht. Jetzt müssen wir das Warmwasser anstellen. Tja, wenn das jetzt das Warmwasser brauche, ich habe keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Ui, das ist eine einladende Dusche. Man ist schlecht, so ein bisschen so horizontal zu duschen. Naja, warum nicht? Aber auch da ist die Tamara nicht drin. Was haben wir denn hier jetzt? Irgendwie scheint es der Strohmann zu sein. Kann ich auch noch dran drehen? Ach, das ist die Verriegelung. Das bringen sie. Der Hoodie wieset gerade nicht so. So, erstens uff. Zweitens verriegeln. Zweimal. Drittens aufdrehen. Das ein. Und fünftens. Was ist fünftens? Knopf drücken. Ah, alles klar. Also, ich muss zweimal verriegeln, steht hier. Da ist er eigentlich. Verriegelt. So, der ist runter und jetzt das Knöpfchen drücken. Oder muss ich alle beide verriegeln? Ne, den kann ich gar nicht mehr verriegeln. Der ist im Arsch, da ist nichts mehr dran. Aufgedreht habe ich. Hier muss ich auch nichts mehr machen. Ah, hier ist das Knöpfchen. So. Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihrem Duschraum. So, na gut, na gut, na gut. Dann müssen wir jetzt zurück in die Küche. So, hier lang, hier rum. Hier durch. Durch den Jetzt ist alles Flur. Fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihrem Duschraum. Der Duschraum muss irgendwo da hinten sein. Gehen wir mal hier rum. Machen wir die Tür hier richtig auf. Das müsste ja genau. Hier müssen wir mit Sicherheit durch. Meine Frise. Einladen sieht das aber auch nicht mehr aus. Na gut, was so ist.
Hier hoch, und dann müssen wir doch in den Duschraum kommen. Oder auch nicht. Das ist der Weg in den Keller. Wo sind denn die Scheiß-Duschräume? Können wir das mal irgendwie jetzt erklären? Der Gang hatte sich doch jetzt hier geöffnet hier im Endeffekt. Wo sind die Duschräume? Doch oben im ersten Stock. Durch den Flur in die Küche. Wie raff ich das jetzt nicht so ganz? Von hier sind wir gekommen. Das sind da Heuler. Durch den Flur in die Küche. Interessant. Fragt sich jetzt nur, wo ich jetzt hier wirklich mal lang muss, ey. Wo sind denn hier die Waschräume? Am besten, ich guck noch mal in der ersten Etage da auf diesen Lageplan drauf. Vielleicht steht ja da irgendwo Waschraum drin, ne? Weil vorher war ja das auch geschlossen. Also denke ich, man muss sich jetzt hier irgendwie durch in die erste Etage und da werden die Waschräume dann sein. Wäre ja auch Blödsinn, wenn man hier komplett rumlaufen muss. Also wäre tierisch nervig. So. Lageplan. Da vorne ist der Lageplan. Ja, Mann. Toiletten, Toiletten. Schwesterzimmer, Park, Speisesache, U-Bahn-Abteilung, Küche, Konferenzraum, Treppe, Warteraum, Aufnahme. Nee, also hier gibt's keinen Waschraum. Zweiten Etage vielleicht ein Waschraum. Mal rauf hier. Untersuchungsräume, Treppe, Operationszimmer, Abteilung, Geisteskranke, Augenärztliche. Eine Wäscherei haben wir hier. Persönlicher Patienten, Schwesterzimmer. Aber in dem Beobachtungsraum, da war doch aber ein Klo und auch ein Bad drinne. Da war doch auch eine Dusche. Da entsinne ich mich doch jetzt noch richtig. Hier hinten, das war die Beobachtung. Warte, wir müssen nochmal gucken. Beobachtungsabteilung, die 8. Genau. Und hier gab es definitiv Waschräume. Da muss ich jetzt muss ich mal hingucken. Beobachtung, genau. Doch nicht mehr in der Beobachtungsabteilung, weißt du doch. Los, hin zur Abteilung für ruhige Geisteskranke. Ach so, in den Waschraum. Das hätte mir ja auch gleich sagen können. Kein Problem, Mägen. Gucken wir nochmal schnell, wo das ist. Abteilung ruhige Geisteskrank. Ah ja, auf der anderen Seite. Gut, alles klar. Na denn da lang. So, und hier müssen wir jetzt den. Ui, das sieht doch auch gefährlich aus. Ui, da war das Zahnarzt. Ui, 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 ui. Ja, das regt mit Sicherheit böse Erinnerungen. Das Buch vom Zahnarzt will ich eigentlich gar nicht sehen. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Riesenmetzelei. Ganz genau sieht das nämlich aus. Haben wir nämlich schon mal gesehen. Packen wir wieder hin. Boah, hier. Weisheitszähne springen, was der da macht. Oh. Das Schlimme war ja zu der Zeit hier, ne? Wo die jetzt sozusagen hier vielleicht mal auf die Stuhl gesessen hat. Da gab es noch keine Betäubung, Freunde. Da war das nicht wie heute, dass man sich einfach mal betäubt hat und dann, ach, kriegst du eh nichts mehr mit und hast es nicht gesehen. Nee, nee. Wow, hast du das noch gemerkt? Wow, volle Hütte. Das kannst du annehmen. Naja, hier ist alles verschlossen. Ansonsten scheint es ja auch nicht wirklich was zu geben. Na gut, gehen wir mal hier wieder raus. Nee, hier haben wir es nicht. Ich suche das Scheißhaus. Ich glaube, das Scheißhaus war auch direkt hier vorne. Warte mal, hier ist ein Scheißhaus. Hier nicht. Nö, also hier. Was hier? Alles ist fertig. Jetzt ziehen wir uns aus und hängen unsere Sachen auf die Kleiderhaken. Ja, na ja, denn? Feuer frei.
Oh, so ein Fensterview. Das dampft dann ja wie Sau. Jetzt sind doch hier schon die Duschen, oder? Duschen mit Weine drunter, ja? Das ist alles richtig. Muss ich jetzt wirklich meine Klamotten an irgendeinen Kleider? Ah, da sind die Kleiderhaken. Ach so, ah, alles klar. So, machen wir uns mal nackig. Ah ja, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Jetzt drehen wir das Wasser auf und alles wird wie damals sein. Oh ja, schön, schön, schön. Wo dreht man hier das Wasser auf? Ist hier irgendwo ein Hahn? Nee, wenn ich das abschraube, dann haben wir hier Land unter in der Bude. Ich kann jetzt aber auch nicht einfach so in so einen Waschkübel hier reingehen. Ist leider nicht drin. Hier sind die Duschen. Wo dreht man denn hier Wasser auf an diesen scheiß Duschen, ey? Was ist das für krumme Rohre hier? Was ist denn so ein Scheiß? Nee. Tja, Freunde, alles gar nicht so einfach hier stellenweise bei dem Spiel. Auch wenn man meint, es ist doch einfach, man muss doch bloß das Wasser aufdrehen, ja, dann findet erstmal den Wasserhahn. Früher war es noch nicht so, dass es direkt an die Dusche angebracht wurde. Ah, ich glaube hier, das Sperrventil, das drehen wir auf. Ja, genau. Ah, wunderbar. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich noch Schlange warten, ich weiß nicht genau. Könntest du auch mal wieder was essen, Kollege? Ist zu viel? Naja. Hübsch. Hallo, ich komm zu dir. Naja, gucken wir mal hier drüben bei den Duschen hin, was da so geht. Ah, da ist sie doch. Da ist sie doch. Oh, da sind wir, sagen wir es mal so. Oh. Geisteskranke, die Abteilung, die allen Angst machte. Junge, aber fies hier Spritze. Die Spritzen waren eine Qual. Die verdiente Strafe für das, was ich tat. Und sie? Wer weiß, wo Amara war? Sie hatten mich in das Obergeschoss gebracht. In die Abteilung, in die niemand wollte. Ah. Neues Kapitel. Kapitel 8. Ich überlege jetzt gerade. Wir haben jetzt schon 37 Minuten rum.
kann ich dann erstmal wieder zwei Folgen draus machen. Eine längere Aufnahme bringt irgendwie nichts, weil ich dann ewig rendern muss. Ja, Freunde, ich würde auch mal sagen, dann machen wir erstmal wieder Feierabend. Waren definitiv wieder schöne zwei Folgen, würde ich mal sagen. Also wir sind wieder weit vorangekommen in der Story und die wird auch wirklich immer interessanter. Stellenweise auch sehr erotisch. Ja, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Über ein Like und ein Abo tue ich mich natürlich auch immer riesig freuen. Ne? Und ansonsten, Freunde, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao.